Hallöchen und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Wie werde ich besser in League of Legends? Und heute wird euer Lehrer Lee Sin alias mich Mr. Mike AP darstellen, der euch weitere 7 Tipps gibt als Tutorial, Guide und Teaching Lesson, wie du in League of Legends besser wirst. Aber vorher gibt es nochmal einen kleinen Nachtrag mit Ryze. Folgender Nachtrag: Viele meiner Tipps aus dem ersten Video sind für Spieler, die bereits 30 sind und eventuell sogar Ranked spielen. Wenige Tipps eignen sich für Leute, die wirklich erst mit League of Legends angefangen haben, und somit fragen mich schon Leute bereits: Mike, was sind denn überhaupt Smartcasts? Das wollte ich ganz, ganz kurz nochmal darstellen. Smartcast ist eine Methode, um schneller Zauber zu casten. Jetzt seht ihr es, wenn ich mein Q drücke. Achso, nee, jetzt habe ich Smartcast aktiviert. Ganz kurz umstellen, es geht ganz, ganz schnell. Cast Spell 1 auf Q. So, jetzt müsste ich das eingestellt haben. Wenn ich jetzt Q drücke, das kennt ihr, habt ihr einen Radius. Und wenn ich jetzt Q auf Cho'Gath halte, muss ich nochmal mit der linken Maustaste draufhalten. Und jetzt habt ihr gesehen, habe ich gecastet. Andersrum, kurz abhauen. In der Zeit kann ich die Settings umstellen. Wenn ich jetzt Smartcast, Smartcast Item 1, nein, das will ich nicht. Smartcast Spell 1, nein, Smartcast... Smart, Selfcast, Smartcast, wo habe ich es? Da oben habe ich es. Smartcast Spell 1, so. Und wenn ich jetzt Q mache, sehe ich den Radius nicht mehr und ich brauche nur mit der Maus über Cho'Gath halten und wird direkt gecastet, sobald ich Q klicke. Also, das ist Smartcast. Das ist auch in anderen Spielen bekannt unter Mouseover. Das ist einfach nur, dass man schneller zaubert und nicht mehr so viel klicken muss. Das nochmal kurz als Nachtrag. Jetzt kommen wir zu den 7 Tipps von Teil 2 mit unserem neuen Lehrer Lee Sin. Tipp Nummer 1. Ihr sollt auf euer Farm achten und weniger diven. Denn Farmen ist fast das A und O im Spiel. Das wird sehr oft von Leuten unterschätzt. Selbst wenn einige Leute 2 oder 3 Kills vorne liegen, aber 100 Farm weniger haben als der gegnerische Spieler, dann liegen sie generell immer noch hinten. Folgendes. Ein Caster-Minion bringt 15 Gold am Anfang. Ein Melee-Vasall, ein Nahkampf-Vasall bringt 20 Gold am Anfang. Und ein Vasall auf Räder, der mit jeder dritten Wave spawnt, bringt 40 Gold am Anfang. Es kommen immer 7 Vasallen. In der großen Wave, jede dritte Wave, kommen dann 8 Vasallen. Und das bedeutet, wenn man 2 Waves cleart mit großen Vasallen, hat man 300 Gold, was genauso viel bringt wie ein Kill. Das heißt, man muss ungefähr 20 Minions rechnen im Schnitt für einen Kill am Anfang. Später ist es so, die Minions bringen nach und nach mehr Geld, je länger das Spiel andauert. Das bedeutet, man kann später schon rechnen, 15 Farm ist fast wie ein Kill. Also Farm ist super wichtig. Und ich sehe Leute, die dann hier irgendwie am Tower stehen und statt hier zu last hitten und eine große Wave zu nehmen, wo hier 20 Minions kommen, die abzufahren, gehen sie lieber den gegnerischen Champ chasen, der low ist, laufen hinterher, kriegen hier noch den Kill, laufen dann wieder weg, denken so, ah, I got you, ich habe den Kill bekommen, aber währenddessen hat der Tower hier 15 Minions geschreddet und das lohnt sich dann auch nicht, denn du hast nicht nur das Gold verloren, sondern auch noch die Erfahrung. Und auch für Jungler gilt dasselbe: öfter farmen, weniger ganken und dann ist man schneller höher im Level und ist dementsprechend noch einfach stärker. Das war auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt 1. Merkt euch, wie viel Gold ein Minion bringt. Merkt euch, dass ihr wichtig, dass ihr farmen müsst. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, nicht dann irgendwie stumpf sagen, okay, ich muss jeden Farm kriegen. Denn es gibt auch die Leute, die dann anfangen, irgendwie die ganze Zeit zu farmen. Und wenn hier hinten der Minion jetzt schwach wäre und der gegnerische Champion aber hier steht, dann läuft man nicht dran vorbei, um diesen einen Minion zu kriegen. Denn in der Zeit greift sich der Champion, der gegnerische Champion, einmal, zweimal, dreimal an, macht noch eine Fähigkeit. Also man sollte nicht jeden Last Hit erzwingen. Oder hier am Tower, wenn es heißt, bitte spiel nur sicher, farme nur, dann wirklich steh weit hinten. Wenn du nicht jeden Farm kriegst, ist es auch nicht schlimm. Also in einigen Situationen sollte man die Last Hits, die übrigens auch im Spiel als CS, Creep Slain, bezeichnet werden, nicht erzwingen, aber generell wirklich achte auf dein Farm. Farm ist viel, viel wichtiger, als es der ein oder andere denkt. Kommen wir jetzt zu Tipp 2. Jetzt bin ich auf der Toplane und Tipp 2 lautet Traden. Das Austauschen von Schlagkombis, von Leben oder Mana. Denn gerade auf der Toplane ist es wichtig, man will einen Minion haben und in der Zeit greift dich aber der Gegner an.
Und du verlierst dann einen Teil deiner Leben. Und man muss das ungefähr abschätzen. Wenn sich zwei Champions begegnen, dann muss man einmal darauf achten, wie viele Minions sind hier. Ja, Ich kann jetzt jetzt nicht hier kommt. anfangen, mit einem gegnerischen Champion zu traden, wenn hier einer stehen würde. Denn hier sind ungefähr 10 gegnerische Minions und nur ein, zwei Minions von mir. Das heißt, sobald ich einen Auto-Attack auf ihn lande, wechseln alle Minions auf mich und machen direkt Schaden. Also, versuche in den Trades entweder gleich viele Minions zu haben oder die Überzahl. Es ist nicht schlimm, wenn ein, zwei gegnerische Minions mehr sind, wenn man sich sicher ist, dass man dann schon im Trade besser rausgeht. Anders für Traden, benutze deine Fähigkeiten-Kombi. Ein Trade dauert meistens nur 1 bis 2 Sekunden. Wenn jetzt hier ein gegnerischer Champ ist, dann heißt es Auto-Attack, Q-E, Auto-Attack weg. Versuche möglichst schnell, möglichst viel Schaden zu machen, ohne dass der Gegner darauf reagieren kann. Und nicht dann noch weiterzulaufen. Okay, die Minions greifen mich weiter, die Minions greifen mich. Oh, scheiße, die Minions haben mich schon sehr, sehr geschwächt. Also versuche wirklich nur, deine Fähigkeiten-Kombi einzusetzen, dann die Anzahl der Minions zu berücksichtigen und vor allem das Equip des Gegners zu We berücksichtigen. do what we must. Angenommen, ich spiele jetzt Lee Sin gegen Lee Sin. Ich starte mit Doran's Blade und der gegnerische Lee Sin startet mit Rüstung und 5 Tränken. Selbst wenn der Trade für mich ein bisschen besser ausgeht, ist es nicht gut, denn er hat 5 Tränke und er kann länger in der Lane bleiben, hat viel mehr Sustain, viel mehr Heilung als ich. Also muss der Trade entweder extrem gut ausgehen oder ich sollte erst gar nicht Trades eingehen und mich wirklich wieder auf den Farm konzentrieren. So, der dritte Punkt oder der allerletzte Punkt, wenn es ums Traden geht. Wann trade ich überhaupt? Wann fange ich an zu traden? Soll ich jetzt auf den gegnerischen Champ laufen und traden? Jetzt könnte man es theoretisch machen, denn du hast im Background Überhand an Minions, um nochmal zum Punkt zurückzukommen. Aber generell, tradest du mit dem Gegner, wenn er einen Last Hit macht? Achte darauf, hier, der obere Minion ist schon schwach. Wenn er jetzt noch ein bisschen angenockt wird, wird der gegnerische Champ dahin laufen und Last Hits. Viele versuchen wirklich Last Hits zu erzwingen. Und genau in dem Moment, wenn der Minion stirbt, kann man zum Beispiel als es hin draufspringen und die Kombi setzen, zack, und wieder weg. Also, achte darauf, wann der Gegner Last hätte, dann kannst du meistens eingreifen. Achte auf deine Fähigkeiten-Kombi, achte auf die Anzahl der Minions und auf das Equip, auf die Items, die du oder er besitzt. Das war zum Thema 2 Traden und jetzt zum Tipp Nummer 3. Tipp 3, um die Punkte des Farmens abzuschließen, ist das Last Hitten. Das sind alles essentielle Tipps, die ihr berücksichtigen sollt. Last Hitten tut man deswegen, damit die eigene Minion Wave nicht pusht und man möglichst viel Erfahrung und Gold im Vergleich zum gegnerischen Champion bekommen kann. Es gibt natürlich Pusher-Strategien oder wenn der gegnerische Champs gerade stirbt, kann man auspushen, damit der Tower die Minions killt. Das sind natürlich solche Ausnahmen, aber generell will ich euch das Last Hitten am Tower zeigen. Die Nahkampf-Minions brauchen 2 Schüsse. Und dann machst du einen Auto-Attack. Die Caster-Minions brauchen einen Schuss und dann machst du einen Auto-Attack. Einige sind jetzt geschwächt, aber hier, ein Auto-Attack und Schuss und wieder. Ein Auto-Attack und Schuss. Und auf jeden Fall ist es so, der Tower fokust erstmal die Minions auf Rädern, dann die Nahkampf-Minions, dann die Caster-Minions. Darauf kannst du dich also schon mal vorbereiten. Sonst immer Last Hitten, zack. Warten, bis die Minions schwach sind. Hinlaufen, Last Hitten, zack. Und wenn du zum Beispiel 2 schwache Minions hast, so wie jetzt, dann kannst du auch, wenn du nicht rechtzeitig drankommst, mit Fähigkeiten Last Hitten. So und noch ein Q. Und so kann man wirklich versuchen, Fähigkeiten zu kombinieren, das Wissen, dass der Tower 1 bzw. 2 Schüsse braucht, zu kombinieren, um dann wirklich effektiv und erfolgreich zu Last Hitten. Und wenn jetzt zum Beispiel der Gegner gerade gestorben ist, wäre es in diesem Fall sinnvoll, die Wave auszupushen, auch wenn er jetzt hier vielleicht 1 oder 2 Minions verpasst, aber der gegnerische Champ wird erst in der Base respawnen. Der Tower wird jetzt hier die ganzen Minions kloppen und er wird die Erfahrung und das Gold verpassen. Und in der Zeit kannst du dich backporten und wirst ungefähr zeitgleich mit ihm auf eine Lane kommen und dann einen Vorteil rausschlagen. Also, was ist nochmal wichtig beim Last Hitten? Beim Tower, Nahkampf-Minions kriegen 1 Schuss, dann 2 Schüsse, dann ein Auto-Attack und Fern-Minions brauchen 1 Schuss und einen Auto-Attack. Kommen wir ganz kurz zu erweiterten Strategien, denn nicht jeder Champ hat genug AD, um dann wirklich den Last Hit zu machen. Mid-Champions haben oft das Problem, dass sie nicht genug AD haben und dann ein Tower-Schuss oder 2 Tower-Schüsse plus ein Auto-Attack meistens zu wenig ist. Hier für die Nahkämpfer reicht es gerade, aber jetzt bei den Fernkämpfern zum Beispiel reicht es nicht. Ihr habt gesehen, ein Auto-Attack reicht nicht. Und hier, der wurde angesoffelt. Und deswegen muss man bei
Magiern oder Mid-Champions meistens die Gegner erstmal einmal vorher anschwächen. Oder darauf achten, ob die Minions angreifen. Oder halt verstärkt Fähigkeiten einsetzen, um dann irgendwie an die Last Hits zu kommen. Auf jeden Fall. Habt ihr gesehen, was ich zeigen wollte mit Champions? Da braucht man zwei Auto-Attacks und da muss man ein bisschen vorausdenken und die vorher, vielleicht wenn sie schon hierher laufen, ein oder zweimal ansoften, zum Tower kommen lassen und dann langsam koordinieren, dass man auch da möglichst viel Last Hits am Tower erreichen kann. Kommen wir jetzt zu Tipp 4. Schau verstärkt auf die Minimap oder auf den Chat. Hier links unten habt ihr meistens den Chat und rechts habt ihr die Minimap. Und darauf müsst ihr verstärkt achten. Folgendes Szenario. Ihr seht zum Beispiel den Jungler auf der Botlane. Und dann wird entweder geschrieben, Jungler Bot, was ihr dann links im Chat sehen könnt. Oder wenn ihr rechts selber auf die Minimap guckt, seht ihr, okay, der Jungler ist Bot. Und dann als Toplaner wisst ihr, ich habe jetzt zum Beispiel keine Gefahr zu erwarten. Der Jungler ist nicht da. Also zu wissen, durch die Minimap, wo einige Champions auf welcher Position sind, kann dir in einigen Spielsituationen weiterhelfen. Genauso wie zum Beispiel, der Midlaner schreibt nicht SS, aber du siehst selber auf der Minimap, okay, er fehlt gerade. Dann kannst du dir schon mal selber ein Bild machen, dass ich jetzt vielleicht als Toplaner aufpassen muss. Wenn du hier vielleicht einen Ward hast, siehst du ihn rechtzeitig, aber generell auf die Minimap zu gucken, kann dir in einigen Situationen schnell Klarheit verschaffen. Genau dasselbe mit dem Chat, wenn im Chat steht, Katos no ulti oder mit no flash. Das sind solche Sachen, die ich auch schon im ersten Video angesprochen habe. Das ist Kommunikation mit dem Team. Das sind alles Informationen, die du links und rechts hast, die dir im Spiel weiterhelfen. Viele kennen vielleicht das Szenario, du farmst auf der Toplane, auf einmal kommt der Midlaner und du bist tot. Und dann regst du dich nur auf und schreibst, why don't you say SS? Warum hast du nicht gesagt, dass einer fehlt? Und dann sagt der Gegner vielleicht, wieso? Ich hab's doch gesagt, weil er vielleicht folgenden Ping benutzt hat. Where am I needed? Was ja heißt, dass einer fehlt. Und hier im Chat steht dann, dass ein Gegner fehlt. Und das sind so Sachen, wenn man den Chat im Auge hat oder auch die Minimap, dann würde man selber sehen, dass die Midlaner fehlt. Oder vielleicht sieht man sogar, wenn man schon so geschult ist, dass der Midlaner auf einmal nach oben hin verschwindet. Wenn man das so ein bisschen im Auge hat, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und das wollte ich nochmal als Tipp hier für euch präsentieren. Kommen wir jetzt zum nächsten Tipp. Kenne die Route verschiedenster Jungler, kenne den Respawn-Timer für verschiedene Objectives. Viele Camps im Jungle haben verschiedene Spawn-Timer. Der blaue Buff und der rote Buff spawnen beide bei Minute 1,55. Und wenn der bei 1,55, sagen wir jetzt mal, stirbt, dann ist er bei 6,55 wieder da. Denn die Buffs, rot und blau, brauchen genau 5 Minuten, um zu respawnen. Anders beim Drachen, der spawnt bei 2,30 Drake. Und wenn man ihn bei 2,30 killen würde, dann ist er bei 8,30 wieder da. Und das muss man wissen. Zum Beispiel, man killt jetzt den Drake. Bei Minute 4,40 habe ich jetzt und er stirbt, dann schreibt man direkt in Chat 10,40. Das sind 6 Minuten draufgerechnet von 4,40 und wenn du dann später weiterspielst und schreibst und schreibst und schreibst, ist es jetzt Minute 9 irgendwas, dann brauchst du dich zu fragen, wann ist der Drake-Timer, wann ist Drake wieder da? Du guckst in Chat, oh, ich habe von 10,40 geschrieben, Leute, lass schon mal alle Richtung Drake laufen, dann können wir den direkt wieder killen und haben wieder schön Gold für unser Team. Anders beim Baron, der spawnt bei Minute 15 und wenn er stirbt, bei Minute 15, dann ist er bei Minute 22 wieder am Leben. Also Baron braucht am längsten, braucht genau 7 Minuten. Die Kleincamps jetzt nach dem neuen Patch, hier Wölfe, Geister und Golems, die spawnen alle bei 1,55 jetzt und brauchen 50 Sekunden. Das heißt, man kann ungefähr, wenn man anfängt zu jungeln, ein Camp machen, zweites Camp machen, drittes Camp machen und dann läuft man vielleicht, wenn man hier lange gebraucht hat, schon wieder zurück zu den Wölfen oder macht das Camp, kann dann wieder zurücklaufen, dann das, dann die Wölfe. Also man muss so ungefähr das Timing kennen, der als gerade als Jungler von den Camps, aber ich werde nochmal speziell ein Jungler-Video machen, wo Jungler speziell worauf die achten müssen. Worauf ich jetzt in dem Tipp hinaus wollte, kennt die Jungler-Timings. Ihr müsst ungefähr wissen, viele Jungler fangen jetzt auf der unteren Seite der Map an, bei Blue oder bei Red, damit sie auf Level 3 beide auf der Toplane ganken können, was ziemlich effektiv ist, weil auch einige Toplaner gar kein Ward am Anfang kaufen.
Und man muss die Timings ungefähr kennen, dass bei Minute 2 bis 3, ich vermute eher bei Minute 3 macht mehr Sinn, weil 1,55 spawnt der erste Buff, aber bei Minute 3 ungefähr muss man schon aufpassen, da könnte der erste Gank auf der Top-Lane kommen. Also ungefähr die Timings kennen, zum Beispiel auch wenn der Blue Buff bei Minute 1,55 gemacht wurde und du farmst auf der Top-Lane bei Minute 6,55, dann brauchst du wahrscheinlich auch keine Angst haben, denn der Jungler wird vermutlich direkt wieder zum Blue Buff gegangen sein, um den wiederzuholen. So ist es zumindest dann in den Bereichen, wo Wert drauf gelegt wird, schnell die Buffs zu machen und die Objectives zu holen. Andererseits, Objectives sind natürlich auch Tower, aber worauf muss man bei Towern achten, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich wollte euch erstmal die Timings des Junglers und vielleicht die Timings des ersten Ganks und generell, wenn ihr schon links auf den Chat und rechts auf die Minimap achtet, dann versucht auch auf die Timings zu achten. Zum Beispiel, man pusht, Gegner stirbt, man pusht weiter, man pusht weiter, man pusht weiter, boah, auf einmal kommen 4-5 Leute und killen dich wieder. Auch hier schon, während man weiter pusht, öffne das Tab und schau, hier sieht man den Death Timer der Gegner. Also generell, versuch auf Timings im Spiel zu achten. Viele Teams invaden gerne im Early Game. Und worauf muss man bei einem Invade achten? Folgendes, ihr müsst auf die Teamkonstellation der Gegner achten, ihr müsst auf Wards und darauf achten, wo lang ihr langläuft. Invaden macht immer relativ viel Spaß. Und ihr müsst entweder geschlossen diesen Weg laufen, dann hier oben rum, hier verstecken, sobald alle fünf versammelt sind, schnell hier rüber. Es gibt immer wieder Leute, die laufen, wenn alle oben rumlaufen, hier rum und versuchen dann hier ins Gebüsch rumzulaufen. Aber das ist Käse, denn wenn hier schon einer steht, dann sieht er dich und okay, die invaden. Also niemals hier langlaufen, niemals. Lauft immer. Und wenn ihr aus Versehen hier langläuft, dann läuft extra nochmal den langen Weg rum. Ist auf jeden Fall besser. Zweitens, achtet darauf, was die Gegner für ein Team haben. Denn einige Teams sind einfach gar nicht in der Lage zu invaden. Es gibt Champions wie Maokai, Shaco oder Soraka, die ein sehr schwaches Level 1 Game haben. Und mit denen kann man nicht invaden, weil das einfach zu riskant ist. Im Gegenteil, wenn die Gegner Alistar, Riven oder Blitzcrank haben, alles Champion mit CC und einem richtig starken Level 1, da sollte man echt aufpassen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie verhindere ich Invades? Ich werde immer invaded und das, mein Team verliert schon First Blood. Lauft einfach so schnell wie möglich, kauft eure Items ein, seid nicht AFK in der Base und lauft von oben runter, einer in die Mitte, von oben runter, einer hierhin, von oben runter, einer hierhin. Dann habt ihr alle drei Eingänge sicher und ihr seht, wenn jemand hier reinläuft, wenn jemand hier reinläuft oder wenn jemand von unten invaden will. Anderer Tipp, es gibt Pro-Teams, die wissen zum Beispiel, oh, die Gegner haben Blitzcrank, die werden 100% invaden. Dann stellt man sich hierhin, wo man relativ sicher ist, und wardet einfach in diesem Gebüsch, dann sieht man auch schon den unteren Bereich komplett. Und jetzt noch ein kleiner Pro-Tipp von mir, nämlich, wenn man selber als Blitzcrank unten lang, alle rushen unten in, vom Tri-Brush aus, was dieser hier ist, in dieses Gebüsch und warten hier bis 1,35 und wollen dann losgehen. Man kann hier den schlechten Ward, den man durch die Support-Mannschaften eventuell im Gepäck hat, oben hinstellen. Und falls dann jemand gerade versucht, diesen Ward zu stellen, das ist schon so eine erweiterte Strategie, falls das mal vorkommt, oder man hat halt Vision hier generell, da kann man hier langlaufen, das Team steht hier und man kann jemanden hingrappen und eventuell killen. Wenn man von der lilanen Seite auskommt und invaden will, ist es oft so, dass man entweder direkt den Weg einschlägt, dass man hier lang geht, schnell in das Gebüsch, oder dass man alle hier lang rushen, schnell in das Gebüsch. Oft wird hier, jetzt kann ich nicht mehr pingen, gefacecheckt. Und dann steht man hier im Gebüsch und falls die Leute nicht facechecken, sondern ein Ward reinstellen oder sonst was, kann man auch hier, wenn man invadet, ein Ward einfach auf die andere Seite bringen, so wie ich jetzt, und man wartet. Und falls jemand hier einfach reindackelt oder hier ein Ward oder sonst was stellt, siehst du das auch frühzeitig und kannst hier grappen. Also das sind Sachen, die, wo man auf dem Invade drauf achten kann. Dann achtet darauf, was für ein Team die Gegner haben, ob es einfach viel zu gefährlich ist, gegen ein Team mit Alistar und Blitzcrank zu invaden. Und achtet darauf, wo die Wards beim Invade stellen. Das sind so Wards, der hier, die anfangs häufig gestellt werden, oder die typischen Geister-Wards. Hier und auf der anderen Seite genau hier, damit man ungefähr eine sichere Seite hat. So, zum letzten Tipp. Der letzte Tipp ist einer der wichtigsten Tipps
vor allem für Leute, die mit League of Legends angefangen haben. Es handelt sich dabei, kauft Wards. Ich sag's immer wieder, auch in meinen Community Games, kauft Wards, 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 Wards. Alle sagen so, nein, ich kaufe kein Wards. Ich will das Thema jetzt mal schnell anschneiden und endlich mal zum Thema machen. Wards im Early, ich hab's gesagt, Early Wards sind wichtig vor den Jungle-Eingängen. Einmal hier vom Drachen für die Botlane. Für die Mitte ist es wichtig, ungefähr hier ein Ward zu haben und hier, damit man ungefähr weiß, wo der Gegner, Jungler oder Spieler sich aufhalten. Und auf der Toplane entweder hier oder wenn man halt auf der lilanen Seite ist, hier. Man muss im Early Wards auch haben, um sicher vor Ganks zu sein. Kommen wir zum Midgame. Im Midgame sind meistens die ersten Tower tot. Dann fängt man an, die Buffs zu warden, nämlich hier und hier. Man ist also viel weiter vorne schon und hat viel weiter Sicht und hat Raum, um die inneren Türme zu töten. Anders hier und hier. Also wirklich das Ward Placement nach innen weiter verlagert, damit man sich auf die zweiten Tower ausmachen kann. Im Late Game genau dasselbe Prinzip. Wenn man die Inhibitor-Türme machen will, dann sind Wards hier und hier wichtig. Und hier im Gebüsch und hier, damit man immer weiß, wo die Gegner sich aufhalten. Als Mitspieler kann man auch noch gegen Poke-Champs wie Nidalee und Lux, die gerne mal von hinten Speere werfen, hier oder hier warden, wenn dann der erste Tower tot ist. So, jetzt wisst ihr, wo man und wann man Wards stellt. Und Wards sind auch deswegen wichtig, denn ein Ward kostet nur 75 Geld. Das ist nichts. Und wenn hier der Jungler kommt, er daddelt hoch. Und du hast hier nicht gewardet und er killt dich, denkst du, fuck, ich bin schon wieder gestorben, der Jungler hittet mich. Und das sind 300 Gold, die du verlierst und Erfahrung. Und das hättest du alles verhindern können, indem du für 75 Gold einen Ward gekauft hättest. Dadurch verpasst du auch keine Erfahrung und kein Gold, was du dann locker wieder für einen Ward investieren könntest. Also Wards sind wichtig. Bei jedem Backcallen im Spiel holst du mindestens einen Ward, es sei denn, es geht gar nicht. Und wenn du dann irgendwie sagst, ich kann mir kein Ward kaufen, denn ich habe Max Gear, dann verkauf vielleicht noch ein Doran's Blade oder irgendein schwaches Item, was du von Anfang hast, und kauf dann einfach 4 Wards anstatt. Es wird deinem ganzen Team mehr helfen und das ist wirklich mein Geheimtipp, um aus der Bronzeliga rauszukommen. Warde richtig. Ihr werdet sehen, das bringt so viel. Und bitte habt nicht die Einstellung, nö, die Botlane wardet nicht oder der Supporter muss warden. Auch ich in meinen Spielen, wo ich ADC spiele, vielleicht nicht beim ersten Backcall, aber auch da hole ich dann Wards im Late Game, denn es ist einfach, wie gesagt, ich kann es nicht deutlicher machen, Wards sind das Wichtigste. Und um sich jetzt nochmal abzuregen, gucken wir hier nochmal, wie Blitzcrank Macarena tanzt. Und jetzt nochmal ein schneller Durchlauf, was wir heute gelernt haben. Und seid gespannt auf, wie werde ich besser in League of Legends Teil 3. Schaut euch nochmal Teil 1 an, wenn jetzt eure Interesse geweckt wurde. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Euer Mr. Mike KP.